Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, bitte begrüßen Sie die Moderatorin dieser Veranstaltung, Sandra Schulberg. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, willkommen. Welcome to the 65th Berlinale im Haus der Berliner Festspiele. Wir freuen uns sehr, am heutigen Tag im Rahmen des Berlinale Specials die Berlinale Kamera zu verleihen. Bitte begrüßen Sie sehr herzlich den Regisseur und wunderbaren, mein schlechtes Deutsch, Entschuldigung, Filmmacher Marcel Ofels. Im Anschluss an die Verleihung feiern wir die Weltpremiere sein finally restaurierten Dokumentarfilm The Memory of Justice. Aber nun begrüßen Sie erst einmal bitte die Laudatorin Katja Nicodemus auf der Bühne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Marcel Ofels, ich möchte mich erstmal für die enorme Ehre bedanken, diese Laudatio halten zu dürfen. Vor 15 Jahren schrieb Marcel Ofels einen Text für die Tageszeitung Taz, in der ich damals frisch gebackene Filmredakteurin war. Wir hatten ihn gebeten um einen Artikel zu einer Debatte innerhalb der französischen Filmkritik. Und der große Ofels sagte zu. Er faxte 10 eng getippte Seiten, die wir ehrfürchtig in den Computer eingaben. Am nächsten Tag faxte er die Seiten nochmal, diesmal mit Streichungen und Korrekturen. Am übernächsten Tag wurden die Korrekturen der Korrekturen geschickt. Dann kamen neu geschriebene Seiten. Dann handschriftliche Faxe mit Anmerkungen, Gedanken, weiteren Korrekturen. Und auf eine dieser Faxseiten, ich habe sie mir aufgehoben, schrieb Marcel Ofels von unten nach oben an den Seitenrand, klingt vielleicht ein bisschen mehr Schugge. Und im Kleinen, im winzig Kleinen, konnten wir damals, jeden Tag, die wir da vor dem Faxgerät verdattert standen, Marcel Ofels gewissermaßen beim Arbeiten und beim Denken zuschauen. Und wir konnten erleben, wie er seine Formulierungen, die wir uns voller Ehrfurcht gegenseitig vorlasen, am nächsten Tag über den Haufen warf. Und irgendwie machte plötzlich auch der Spitzname Sinn, den Marcel Ofels von einem Produzenten von Bertrand Tavernier einmal erhalten hat, Fax Ofels. Monumentale Filme, Marathonfilme werden die vielstündigen Werke von Marcel Ofels immer wieder genannt, aber genau das sind sie nicht. Denn Monumente sind starre Gebilde, in Marmor oder in Travertin gehauen und der Marathonläufer läuft ja immer geradeaus entlang der Strecke, ohne plötzlich querfeldein zu laufen. Marcel Ofels hingegen denkt querfeldein, schreibt und faxt querfeldein und dreht querfeldein. Man muss sich nur seinen Film Das Haus nebenan, Le Chagrin, La Pitié, in Erinnerung rufen, gedreht 1969. Von einer Chronik der Stadt Clermont-Ferrand während des Zweiten Weltkrieges wird der Film zu einem Werk, das die französische Gesellschaft zu Beginn der 70er Jahre zutiefst erschüttert. Ofels räumt auf mit dem Mythos, mit dem sich alle so fein eingerichtet hatten, dem Mythos des einträchtigen französischen Widerstandes gegen die Nazis. Ofels zeigt Widerstand, auch Heldentum, aber eben auch Kollaboration, tief verwurzelten Antisemitismus, Feigheit, sich wegducken. In Das Haus nebenan kann man zum ersten Mal Marcel Ofels Kunst des Fragens erleben, die den Film entstehen lässt, in unvorhersehbare Richtungen weiterwachsen lässt. Ofels erkundigt sich harmlos, hakt scheinbar beiläufig nach. Dann kommt die blitzschnelle Konfrontation mit Fakten, das Lauern und plötzliche Zupacken. Und er selbst hat das einmal frei nach Peter Falk die Columbo-Taktik genannt.
Noch ein Querschlägerfilm, noch ein Monument des Antimonumentalen, noch ein Film, der die Geschichte vergegenwärtigt, indem er sie neu liest und neu erzählen lässt. Hotel Terminus aus dem Jahr 1988. Eigentlich wollte Marcel Ophüls in diesem Film die Gerichtsverhandlung gegen den SS-Folterer Klaus Barbie verfolgen. Doch der Prozess wurde verschleppt, vermutlich weil François Mitterrand fürchtete, Klaus Barbie würde den Kriegsverbrecher René Bousquet belasten, mit dem er bekannt war. Und was tut Marcel Ophüls angesichts des immer wieder verschobenen Prozesses? Er biegt ab, er läuft wieder querfeldein. Er unternimmt die Vorladung der Zeugen einfach mit den Mitteln des Filmemachers. Er interviewt Klaus Barbies Schulfreunde, SS-Kameraden, Nachbarn, seine Geschäftsfreunde in Bolivien. Er spricht mit den Opfern, ihren Angehörigen, mit den US-Agenten, die Barbie als Spion und Ratgeber weiter beschäftigten. Und neben dem großen, unsichtbaren Monster Klaus Barbie begegnen wir vielen kleinen Monstern, begegnen wir unzähligen vermeintlichen Un- und Nebenpersonen der Geschichte. Wir erleben Menschen, die ihre Rolle als Rad oder Rädchen im großen Getriebe zugeben oder aber verdrängen und verleugnen. Bei Marcel Ophüls ist die Wahrheit nicht die große, abgerundete, abgeschlossene, staatstragende Symphonie der Vergangenheit, sondern sie entsteht unablässig neu, auch aus Lügen und Unwahrheiten, als vielstimmiges und eben auch dissonantes Konzert. Sie, meine Damen und Herren, werden hier jetzt gleich im Kino den Film The Memory of Justice von 1976 sehen. Er beginnt als Auseinandersetzung mit den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen. Und wieder nimmt Marcel Ophüls überraschende Wege, nimmt weitere Fährten auf, forscht, was aus den Tätern und den Richtern geworden ist. Wir gehen die längst wieder in Freiheit befindlichen Nazis, ihre Familien, Freunde, Nachbarn mit den Verbrechen um. Wie blicken die Ankläger und Richter zurück auf ihr Richten? Ophüls stellt Fragen, die sonst niemand fragt. Zum Beispiel, ob sich die englischen und amerikanischen Alliierten nicht auch mit ihren eigenen Kriegsverbrechen hätten befassen müssen. Der Bombardierung von Dresden, den Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki. Welche moralischen Voraussetzungen braucht es überhaupt, um zu richten? Neben seinen großen Arbeiten über die Verbrechen während des Zweiten Weltkrieges hat Marcel Ophüls Filme über den Fall der Mauer gedreht, über Kriegsberichterstatter, über den Vietnamkrieg. Aber sein erster Film, Peau de Banane, war ein bezaubernder Gaunerfilm mit Jeanne Moreau. Und immer wieder hat er gesagt, dass er, in dessen Werk die persönlichen Erfahrungen von Flucht und Exil nachhallen, dass er, den es eher zufällig ins Dokumentarische verschlagen hat, lieber Spielfilmregisseur geworden wäre, so wie sein Vater, Max Ophüls. Am liebsten hätte er Komödien und Liebesfilme gedreht. Aber nur ein Filmemacher, der die Heiterkeit und den Humor des Lustspielregisseurs im Herzen trägt, kann Dokumentarfilme wie Marcel Ophüls drehen. Filme, in denen das Grauen neben der Komödie liegt. Filme, in denen Schlager erklingen, während ein deutscher Justizbeamter die deutsche Justiz für nicht zuständig erklärt, über einen Nazi zu richten. Oder Musical-Hits von Fred Astaire, während Marcel Ophüls in der deutschen Provinz an den Villen ehemaliger Nazi-Größen vorbeifährt. Nur ein Lustspielregisseur im Geiste, nur ein heiterer, sarkastischer Querfeldeinläufer kann solche Filme drehen, die uns eben nicht belehren wollen, die uns vielmehr an einem Abenteuer, an einer Suche beteiligen, von deren Ergebnissen auch Ophüls selbst sich überraschen lässt. Denn Ophüls pfeift auf Pädagogik. Wichtig ist ihm eben auch die Spannung, die Unterhaltsamkeit seiner Filme. Showbiz, das hat er bei seinem Vater Max Ophüls gelernt und bei seinem Lehrmeister, dem amerikanischen Regisseur John Huston. Es ist der Entertainer Marcel Ophüls, der die Vergangenheit lebendig und leidenschaftlich befragt, statt sie zu musealisieren, statt sie ins Ghetto des ewig Abgeschlossenen zu sperren. Und bei Ophüls wird die Vergangenheit auch nicht, wie es in der zeitgenössischen Geschichtsdokumentation im deutschen Fernsehen so schön Mode ist, in Zeitzeugenaussagen zerschnipselt, mit Musik unterlegt, mit immer gleichen Archivaufnahmen belegt. Was, so könnte man mit Ophüls fragen, soll denn belegt werden, wenn es stets von Neuem etwas zu erfahren gibt? Ja, diese Fernsehdokus, die uns unausweichlich zu jedem Gedenktag ereilen, zuletzt war es der Gedenktag der Auschwitz-Befreiung. Diese Dokumentationen behandeln die Vergangenheit wie einen verwirrten, schreienden, alten Verwandten, den man wegsperrt, ans Bett fesselt, ruhig stellt, sediert. In den Filmen von Marcel Ophüls hingegen wird die Vergangenheit entfesselt. Ja, sie verwandelt sich von einem Greis wie ein ungezogenes, aufmüpfiges Kind, das sich nicht unter Kontrolle bringen lässt.
Ophüls holt dieses Kind aus seinem Zimmer, lässt es herumtoben, das Porzellan unserer schönen Gewissheiten zerdeppern. Aber was heißt das eigentlich alles? Was heißt es für die Laudatorin und für Sie, das Publikum? Was heißt das für uns, wenn wir das Schaffen dieses Künstlers ernst nehmen? Es kann doch nur bedeuten, dass wir versuchen, von Marcel Ophüls Haltung zu lernen, von dieser leidenschaftlichen Auseinandersetzung, die ja wirklich eine Auseinandersetzung im buchstäblichen Sinne ist, eine Auseinandersetzung mit den Nachbarn, die angeblich nichts gewusst haben, mit dem Resistancekämpfer, der vielleicht einen anderen Resistancekämpfer denunziert hat, mit den Beamten, die ja nur Anordnungen befolgt haben, mit dem Großadmiral und Hitler-Stellvertreter Karl Dönitz, der Tausende von Arbeitern aus dem Konzentrationslager zur Reparatur von Kriegsschiffen anforderte, angeblich ohne zu wissen, was das eigentlich ist, ein Konzentrationslager. Es geht um eine Auseinandersetzung auch und zuallererst mit den gefolterten, gequälten, deren schweren Erzählungen Marcel Ophüls nie mit wohlfeiler Betroffenheit begegnet. Er begegnet ihnen mit seiner ganz eigenen Würde der Sachlichkeit. Ophüls Haltung ist die eines Subjektes, das sich selbst in den ganzen Schlamassel hineinwirft und fragt und weiterfragt. Und wenn wir versuchen, etwas von dem, was Marcel Ophüls, Fax Ophüls, in seinen Filmen verhandelt, mitzunehmen, dann lässt sich sein Umgang mit der Vergangenheit nicht von unserem Umgang mit der Gegenwart trennen. Dann kann ein Islamist nicht nur ein Islamist sein, ein Rechtsradikaler nicht nur ein Rechtsradikaler und ein Antisemit nicht nur ein Antisemit. Denn es gibt nicht den Islamisten, den Rechtsradikalen, den Antisemiten, so wie es bei Ophüls eben auch nicht den SS-Mann gibt oder den Resistancekämpfer. Es geht darum, dass das Hinschauen, die Suche nach dem Individuellen im großen Ganzen, eine Lebensverantwortung ist. Es geht darum, dass auch die eigenen Überzeugungen nur dann einen Wert haben, wenn man sie zunächst einmal in Frage stellt. Es geht um Ruhestörung, um Penetranz, darum, vermeintliche Gewissheiten über den Haufen zu werfen, auch wenn es manchmal Meschugge klingt. Das ist nicht einfach, aber genau darum geht es ja bei Marcel Ophüls. Eben darum, dass wir es uns in diesem großen Schlamassel nicht so einfach machen, wie wir es gerne hätten. Dankeschön. Und jetzt, nach diesem ganz guten Gespräch von Katja, ich möchte bitte Marcel Ophüls und den Direktor des Festivals Dieter Kostlik auf die Bühne bitten. Ja, vielleicht hätte ich auch einen Fax gebraucht von dir. So, meine Damen und Herren, liebe Filmcrew, es ist uns eine große Ehre und große Freude, nach dieser wunderbaren Laudatio von Katja und Nicodemus, dir, Marcel, die Berlinale Kamera zu überreichen. Ja, das war's. Danke. Ja. Danke. Danke euch allen. Es ist fabelhaft für mich und eine große Ehre. Ich danke. Moment, wir machen das schon noch. Ja? Was? Ja, fein. So. So. Ja.
Es ist ein seltsames Gefühl. Mehr als 40 Jahre nach der Entstehung eines Films, dafür so großartig und so schön geehrt zu werden. Natürlich geehrt mit den Mitarbeitern, die auch hier sind und die sehr viel getan haben für den Film und überhaupt sein Überleben. Inklusiv sogar so etwas wie Diebstahl. Aber das kommt vielleicht später noch zur Rede. Was kann ich noch sagen als Dankeschön in sämtlichen Sprachen, die ich kenne, und dann vielleicht auch in ein paar Sprachen, die ich nicht kenne? Ich glaube, ich habe vielleicht ein bisschen Lust, nicht lang, kurz, also nicht Fax-Offels, ohne Korrekturen und spontan zu erzählen, was das so mit dem Schicksal ist. Wann klopft das Schicksal an der Tür? Wann ist man plötzlich berufen, einen Film zu machen über Gerechtigkeit oder den Mangel an Gerechtigkeit? Weiß Gott große Dinge? Ist da jemand, der einem das von oben sagt, das muss jetzt gemacht werden? Nein, ich glaube, solche Sachen bestehen aus vielleicht einer Reihe von Zufällen. Ich hatte einen Film, der ein Erfolg war, vielleicht wohl der größte Erfolg, den ich in meinem Leben gehabt habe. Einen Film über die deutsche Besetzung von Frankreich. Le Chagrin, la Pitié, in Deutsch heißt es das Haus nebenan. Es lief in Deutschland sehr gut und glatt über die Bühne und in Frankreich hat es einen Wirbel gegeben und einen Skandal. Und zum Teil wegen diesem Wirbel und diesem Skandal und diesem Verbot, im französischen Fernsehen gezeigt zu werden, kaufte, vielleicht mit etwas Schadenfreude, die BBC. Kaufte den Film und war sehr stolz, weil es das erste Mal war, dass sie das getan hatten, einen so langen Film in einem Abend zu zeigen. Wieder mit Erfolg. Und dann wollten sie halt, dass ich nochmal so einen Schinken für sie mache. Und dann entstand ein Vertrag dafür. Ich erinnere mich noch, es war tatsächlich im Vertrag drin, mindestens 3,5 Stunden. Ja. Und ursprünglich war gedacht, mit meinen damaligen Produzenten, einfach die Nachfolge von Chagrin et Pitié, also nach Frankreich, nach mit de Gaulle und was halt nach der Befreiung geschah. Und das wurde nichts, weil meine früheren Produzenten aus ihren Gründen
entschlossen haben, den Film zu machen, aber ohne mich. Warum wohl? Ja, war halt so. Und ich stand also da mit der BBC, ja, also da ist dieser Vertrag, da ist dieses Geld, aber mit was und für was? Und inzwischen waren mir doch auch Gedanken gekommen, ja, Moment mal, der Faschismus, der Nationalsozialismus, er ist zwar nach Frankreich importiert worden, mit den Folgen, die wir kennen, den dramatischen Folgen, aber es ist ja nun keine französische Erfindung. Es scheint doch ein bisschen woanders gelegen zu haben. Und in dieser Zeit, wo ich also darüber nachdachte, locker nachdachte, sah ich im französischen Fernsehen plötzlich in einem ganz anderen Zusammenhang 30 Sekunden von Hermann Göring in Nürnberg. Damals hatte das, glaube ich, noch niemand gesehen, jedenfalls nicht im Fernsehen. Und da, das ist ein Kollege von mir, machte eine Serie, die hieß Les Grandes Batailles, die großen Schlachten. Ein General auf der einen Bühne, der andere General auf der anderen Bühne und was, wie sie sich erinnerten, wie die Schlacht lief. Und da ging ich zu Henri und sagte, wo hast du denn das gefunden? Und da sagte er mir, da sind 50 Stunden davon in Maryland auf einer geheimen Basis. Und das habe ich der BBC gesagt und dann haben sie mich, und das war tatsächlich so, da musste man das mit der Hand rollen, die 35 mm. Natürlich in Moskau, die Sowjets hatten es ja auch gemacht, aber zu denen gab es damals sowieso gar keinen Zugang. Und da habe ich das alles gesehen, ohne Ton, meistens stumm, also immer stumm, nur so mit kleinen Indexkarten. Und so und dadurch. Und wegen diesen 30 Sekunden von Hermann Göring in was ganz anderem Zusammenhang, entstand dieser Film, also dieses Schicksal. Und er hat keinen Erfolg gehabt. Und ich bin auch deshalb so wahnsinnig dankbar, Ihnen alle und vor allen Dingen auch den Leuten, die diese fabelhafte Restaurierungsarbeit gemacht haben und sie finanziert haben. Sie waren angeblich sehr teuer. Ein Grund, warum ich so besonders freue und es mir so sehr am Herzen liegt, weil ich wirklich glaube, dass es meine beste Arbeit war. Ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, alle, die an dieser Restaurierung beteiligt waren, vor allen Dingen die Film Foundation von Scorsese, alle Produzenten und die dazu beigetragen haben, werden nachher hier auf der Bühne sein und sie werden dann moderiert in einer Diskussion von Sandra Schulberg. Also bleiben Sie hier. So, Marcel, das war's.